Angesichts der massiven Drohnenangriffe auf Kiew und andere Städte in der Ukraine erneuerte Präsident Selenskyj die Forderung, weitere Luftabwehrsysteme zu bekommen. Am Morgen haben wir Berichte über den Abschuss von Shahed-Drohnen erhalten. In der Nacht gab es Angriffe von 37 Drohnen. Einige von ihnen wurden abgeschossen, aber nur ein Teil von ihnen. Zum Glück wurden keine Menschen verletzt. Es gab Treffer in der Region Odessa, in unseren Häfen. Wir tun gemeinsam mit unseren Partnern unser Bestes, um die Versorgung mit Luftabwehrsystemen zu verbessern. Es ist sehr wichtig, dass sich die Welt nicht an diesen russischen Terror gewöhnt. Jeder Anschlag ist ein gemeinsames Problem, nicht nur für die Ukraine, sondern für alle Menschen in der Welt, deren Stabilität Russland durch Angriffe auf unsere Häfen und unsere Infrastruktur zu zerstören versucht. Und unser Reporter Max Hermes ist heute in Drushkivka im Donbass. Und Max, wir haben gehört, die Russen schotten sich also ab mit bis zu 5 Minen pro Quadratmeter, sagen jedenfalls ukrainische Militärs. Ja, was bedeutet das überhaupt für die Gegenoffensive? Die kann ja dann da überhaupt nicht vorankommen. Markus, ja, das heißt vor allen Dingen im Süden, dass die ukrainischen Truppen dort eben nur Meter für Meter sich vorkämpfen müssen. Also erst einmal, dass sie diese ganzen großen Minenfelder mit Drohnen observieren und dann im Nachhinein eine Entscheidung treffen, wie diese Drohnen entschärft werden können. Also entweder aus der Luft eben direkt abgeschossen von Drohnen oder mit der Artillerie, die dann auf diese Drohnen schießt. Das sind Möglichkeiten, die da gegeben sind, aber man kann sich vorstellen, das dauert sehr lange. Was sehr effektiv ist, ist ein Minensprengfahrzeug. Ein solches habe ich mir heute auch angucken können hier im Donbass, nicht direkt vorne an der Front, sondern in einem Gebiet, was unter einer Elektroleitung liegt. Und diese Elektroleitung soll eben repariert werden. Und da musste man dieses Fahrzeug einsetzen. Und die Männer haben mir gesagt, wenn dieses Fahrzeug auf Panzerminen trifft, dann explodiert die Panzermine einfach und das Ganze ferngesteuert, ohne dass da irgendetwas passiert. Also eine sehr sichere Methode. Aber klar ist auch, wenn diese Fahrzeuge vorne an der Front eingesetzt werden, dann sind sie ein bevorzugtes Ziel der Russen. Deshalb ist man da sehr vorsichtig. Und das bedeutet eben auch, wenn so viele Minen in der Südfront gerade liegen, dass das die Offensive dort lähmt. Rund 40 Kilometer wollen die ukrainischen Truppen ja noch innerhalb der nächsten Wochen vorrücken bis Melitopol, um dann die Krim beschießen zu können. Das ist der Plan dieser Gegenoffensive, die da aktuell gestartet ist. Max, das ist das eine, das Militärische, über das du uns ja auch ständig auf dem Laufenden hältst. Dann gibt es aber auch persönliche Schilderungen in diesem Krieg. Und du hast jetzt unter anderem mit Angehörigen von Soldaten gesprochen, die von Russland gefangen genommen worden sind. Was haben dir die Menschen erzählt? Ja, es geht da um Soldaten aus dem sogenannten Aidar-Bataillon. Also das ist eine Kampfeinheit, die ganz vorne an der Front kämpft, also an der Zero-Line, an der Nulllinie, wo man direkt den Russen gegenübersteht. Und 18 dieser Soldaten, also 2 Frauen und 16 Männer, die sind aktuell in Russland in Gefangenschaft geraten, also schon vor vielen Monaten, direkt zu Beginn des Kriegs. Und die Angehörigen haben mir erzählt, sie hatten ja nur ganz kurz überhaupt die Möglichkeit, auch Kontakt aufzunehmen. Also in dem Fall einer Mutter, sie hat mir erzählt, zweimal hat sie für wenige Sekunden telefonieren können. Und von dem Prozess, der jetzt mittlerweile angestrengt wird von Russland, ein Schauprozess, bei dem schon klar ist, dass da kein wirkliches Ende absehbar ist. Von diesem Prozess hat sie auch nur aus den Medien erfahren, aus einem Telegram-Channel, der darüber berichtet hat. Also völlige Ungewissheit bei den Angehörigen. Sie wissen nicht, wird es irgendwann einen Gefangenenaustausch geben? Wird Russland irgendwann anbieten, diese Männer auszutauschen? All das informiert, darüber informiert man sie nicht. Und sie hat keine Möglichkeit, mit ihrem Sohn zu sprechen, auch nach all dem Monaten nicht. Max, ganz herzlichen Dank für deine Eindrücke und deine Schilderungen aus der Ukraine.